Zeichen unserer Feindschaft. Wir nehmen keinen billigen Strass, sondern hochkarätige Edelsteine. Erzähl es ruiniert und dann schlagen sie zu. Wir verwamsen Elisabeth? Ah, scheiße, was ist das denn? Das heißt, hier ist irgendwo eine Ranze und ich werde abgeholt. Du musst das Geld zurückgeben, das du der Versicherung schuldest. Race 2000. Es war mir ein Vergnügen. Andererseits verstehe ich, dass sie an der Uhr ihres Vaters hängen. Jetzt. Ich kann verstehen, dass du auch so... Halt die Klappe. Du wirst es nicht glauben, aber nicht jeder, der deine Arbeit kritisiert, ist scharf auf dich. Ich kündige. Sobald es Probleme gibt, kneifst du. Der Einzige, der kneift, bist du. Ich muss ganz dringend zu Tim. Aber ich kann hier nicht auf etwas warten, was nie passieren wird. Ist wirklich weg. Meinetwegen. Ich meine, der kann doch nicht einfach abhauen. Der hat doch hier einen Arbeitsvertrag, einen Mietvertrag, Freunde. Der kann doch nicht einfach seine Karte hier lassen. Ich meine, man muss doch erreichbar sein. Manchmal will man einfach einen richtigen Cut machen, wenn diese Dinge nicht so laufen, wie man sich's vorstellt. Sascha, hast du irgendeine Ahnung, wo er sein kann? Er hat nichts gesagt und auf dem Zettel steht auch nichts. Vielleicht hat er irgendwas erwähnt, irgendein Ort, wo er mal hin wollte. Ich weiß nichts, aber ich würde jetzt gerne weiterschlafen. Ja, sorry, es tut mir leid. Und ich weiß auch, dass ich das alles selbst verbockt habe. Aber ich meine, jeder hat doch eine zweite Chance verdient. Ich weiß wirklich nichts. Vielleicht hat er einen Flug nach Costa Rica genommen oder einen Zug nach Istanbul oder fährt mit dem Fahrrad nach Wuppertal. Diesem Typen ist doch alles zuzutrauen. Ich weiß. Hey. Sorry. Wie gesagt, Leute, das ist alles ein dummes Missverständnis. Jetzt tun Sie uns den Gefallen, erzählen Sie uns nicht noch einmal die Geschichte vom geliehenen Anzug. Wenn es aber so ist, mein Sohn liebt Zaubertricks für Kinder. Und da muss er wohl eine von seinen Spielkarten in den Ärmel gesteckt haben. Mir ist aber schon klar, dass es hier kein Kindergeburtstag ist, ja? Ach, mir wäre es auch lieber gewesen, er hätte eine weiße Taube in dem Anzug vergessen. Lassen Sie uns das Ganze einfach abhaken. Ich nehme mein Geld und gehe meiner Wege und Sie spielen einfach in Ruhe weiter. So einfach ist das nicht. Was habt ihr vor? Ihr wollt doch nicht etwa einen alten Mann schlagen. Und Sie glauben noch nicht, dass wir einen Fallspieler ungeschoren davonkommen lassen? Von mir erfährt keiner was. Versprochen. Ah! Polizei, dies ist eine Razzia, bitte bleiben Sie ganz ruhig. Sind das alle? Das wollte ich Sie auch gerade fragen. Meine Kollegen kommen gleich. Nach meinen Informationen gibt es hier weitere Mitspieler. Haben Sie noch ein Hinterzimmer? Sagen Sie uns doch einfach, wen Sie suchen und wir helfen Ihnen gerne weiter, wenn wir können. Haben Sie noch ein Hinterzimmer? Ah, ah! Hallo, Junge. Ach, Sie beiden kennen sich, ja? Dann ist das hier also keine Razzia. Sie, wir müssen reden. Ich bin auf Königsbrunn. Gibt es was Neues wegen der Diamantenlieferung? Wie wär's mit ein bisschen mehr Diskretion? Ja, ja. Keine Sorge. Ich habe nicht vergessen, dass Ansgar mein Amulett verwanzt hat. Falls Sie ihm begegnen. Lassen Sie sich nichts anmerken. Ich weiß schon, was ich zu tun habe. Ich bin ja nicht blöd. Alexa, es ist wichtig, dass Sie sich im Griff haben. Er darf keinen Verdacht schöpfen. Keine Sorge. Also, was ist jetzt mit der Lieferung? Sag ich Ihnen persönlich. Ich bin gleich da. Ja, gut, meinetwegen. Alexa. Ansgar. Alles klar? Du glaubst nicht wirklich, dass ich meine Gefühlslage mit dir diskutieren will? Nein, immerhin trägst du mein Amulett noch. Soll ich es ablegen? Nein, nein, ich freue mich, wenn du es trägst. Mhm. Dann tue ich dir den Gefallen. Gute Nacht. Ja, mich auch. Dies ist eine illegale Pokerrunde, die ich gerade in Flagranti erwischt habe. Ja. Aber Sie sind hier, um Ihren Vater einzusammeln. Sie wollen jetzt hier nicht alle verhaften, inklusive Erzeuger. Will er nicht. Da wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher. Das würde ich mir an Ihrer Stelle gut überlegen, im eigenen Interesse. Denn wenn ich erst mal dem Polizeipräsidenten meine Sicht der Dinge geschildert habe, dann können Sie sich darauf einstellen, Ihren Dienst in Zukunft irgendwo in der Pampa zu verrichten. Wenn Ihre Beteiligung an dieser Pokerrunde öffentlich wird, dann war's das mit dem Ministerposten. Also bitte, hören Sie auf, mich zu bedrohen. Dann glaubt Ihr Vater mit dran. Sehen Sie, mein Vater hegt keinerlei politische Ambitionen. Für ihn ist der Schaden absolut überschaubar. Für Sie nicht. Und glauben Sie mir, ich lasse eher meinen alten Herrn über die Klinge springen, als das hier zu dulden.
Gut. Was wollen Sie? Jeder nimmt seinen Einsatz und wir gehen alle hübsch nach Hause. Ist da das Geld dabei, das du uns schuldest? Ja, so um die 10.000. Dann ist das jetzt der Moment, wo du das wieder mitnimmst. Okay. Alter Mann, die Kohle bleibt hier. In Ordnung, dann rufe ich die Kollegen an. Solche Spielchen können Sie vielleicht mit irgendwelchen Kleinkriminellen machen, aber wie Ihnen sicher bekannt ist, bin ich ein Volljurist und wir beide wissen, dass Sie nur blöffen. Außerdem hat Ihr Vater mit gezinkten Karten gespielt. Ich denke, es widerspräche Ihrem Rechtsbewusstsein, wenn er trotzdem das Geld einstreichen würde. Wir gehen. Die Kohle bleibt hier. Den Burschen ist nicht zu spaßen. Mit mir im Übrigen auch nicht. Hör dir weg von meinem Sohn! Ella, was machst du noch hier? Ich muss ein paar Sachen wegarbeiten. Ich war heute Morgen ein wenig spät dran. Alles in Ordnung? Tim hat gekündigt. Und jetzt war ich gerade bei ihm zu Hause und wollte ihn überreden, dass er bleibt. Aber er wollte nicht. Er ist weg. Und ich habe keine Ahnung, wo er ist. Hast du es auf dem Handy versucht? Er hat seine SIM-Card hier gelassen. Tja, Clara Stett. Ich habe den ganzen Flughafen nach ihm abgesucht, um ja sicher zu gehen, dass ich ihn nie verpasse. Das tut mir leid. Also ich bin so blöd. Dieser Mann, der ist lustig, er ist talentiert, er ist sexy. Und ich reg mich drüber auf, dass er keine Lebensversicherung hat. Wie bescheuert kann man eigentlich sein? Ich finde das ganz normal. Ich meine, Männer, die so leicht durchs Leben gehen wie Tim, da kann man schon mal ein bisschen durchdrehen. Ja, stimmt. Ja, du hast recht. Das mit Tim und mir, das hat überhaupt nicht funktioniert. Wir sind einfach viel zu verschieden. Also das habe ich jetzt nicht gemeint. Doch, aber ich... Das war bestimmt ein Wink des Schicksals, dass ich zu spät gekommen bin. Er ist weg und das muss ich akzeptieren. Entschuldige, ich rede die ganze Zeit von mir und ich meine, du bist ja schwanger. Weißt du denn schon, was du machen willst? Sorry, das ist gerade ein ganz schlechtes Thema. Ich verstehe. Also wenn du irgendwie Hilfe brauchst, dann... Nein, da muss ich jetzt einfach alleine durch. Aber danke, Rebecca. Habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass ich dich unglaublich tapfer finde? Und du gehst jetzt nach Hause und entspannst dich. Das ist eine Anweisung. Bin schon weg. Aber weißt du, ich finde dich auch unglaublich tapfer. Und Tim ist wirklich ein Idiot, wenn er sich so eine tolle Frau entgehen lässt. Gute Nacht. Wiedersehen, Ansgar. Nicht dir vertrauen. Dein Vater ist tot. Er kommt nie wieder. Alexa, ich empfinde wirklich etwas für dich. Ein neuer Anfang. Es geht nicht. Diese Kälte sollte ich immer daran erinnern, was gewesen ist. Alexa, keine gute Idee. Müsste reichen. Hören Sie, ich weiß, Ansgar kann einen in den Wahnsinn treiben, aber das Gute ist, bald ist Zahltag. Heißt das, wir wissen jetzt endlich, wann die Diamanten geliefert werden? Einmal werden wir noch wach. Sag doch was, Junge. Ist ja unheimlich, wenn du so still bist. So ein Bierchen könnte ich jetzt auf den Schräg auch brauchen.
vielleicht eine Kleinigkeit zu essen. Es reicht. Seit du hier bist, gibt's nur Ärger. Was, mein Junge? Ich bin nicht dein Junge! Sag mal, was ist denn hier los? Man hört euch ja bis auf den Flur. Oh. Sieht aber nicht gut aus. Schon gut, Liebchen. Geht schon. Für dich ist immer alles ein Riesenspaß, oder? Du willst ein schönes Leben, also muss man die Versicherung um 200.000 Euro bescheißen. Deine Söhne denken, du bist tot. Ach was, kein Problem, das krieg ich schon wieder ausgebügelt. Und deine Rechnung ist ja wie immer aufgegangen. Wir haben alle für dich gelogen, und zwar bis sich die Balken biegen. Nur damit du da ungeschoren rauskommst. Ich bin auch sehr dankbar dafür. So dankbar, dass du uns bei nächster Gelegenheit beklaust? Ja. Das war echt arschig von dir. Und glaub mir, wenn Charlie hier wäre, die würde dich einen Kopf kürzer machen. Ich hätte die Wertsachen nie genommen, wenn ich nicht ganz sicher gewesen wäre, dass ich sie zurückgeben kann. Und ich hatte die 200.000 Euro ja auch schon zusammen, aber dann ist mir diese Karte aus dem Ärmel geflutscht. Wenn der andere Zug gepasst hätte, dann wäre alles gut gegangen. Dann hätte ich auf einen Schlag alle meine Schulden begleichen können. Hätte. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass deine tollen Pläne noch nie funktioniert haben? Als deinen alten Herrn für einen Versager. Nee. Ich halte dich für einen Schmarotzer und für einen Betrüger. Für jemanden, der andere die Suppe auslöffeln lässt, die er sich selber eingebrockt hat. Wer sagt mir denn, dass du die 200.000 Euro der Versicherung wirklich zurückgegeben hättest? Vielleicht hätte dich ja ganz spontan die Sehnsucht nach der Karibik gepackt. So denkst du also von mir? Ja. Vielleicht, weil du dich bisher noch immer verpisst hast, weil es irgendwie Schwierigkeiten gegeben hat. Jetzt sag mal nicht, dass ich ein schlechter Vater war, das weiß ich selbst. Da muss ich dir auch nicht mehr erklären, warum du ab jetzt deine Suppe allein auslöffeln musst. Ich hab die Schnauze nämlich gestrichen voll. Eine Familie zu beklauen, ist echt das Letzte. Mir leid. Wo sind die Sachen jetzt? Schwer zu sagen. Ich werde die Wertsachen wieder zurückbringen. Versprochen. Ich werde jetzt auch ins Bett gehen. Und an deiner Stelle würde ich hier ganz schnell verschwinden. Schon gut, Liebchen. Ich lasse euch dann mal in Zukunft in Ruhe. Du hast null Humor und du nervst. Ich möchte Leistung und Fotos. Fotos, die mich umhauen. Ja, ich möchte ein Foto von diesem Apfel haben, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat. Gute Arbeit. Dankeschön. Du schuldest mir einen Kaffee. Lange tot. Haro! Sag
Seit wir Ansgars Wanze entdeckt haben, bin ich richtig paranoid. Ansgar muss sich sicher fühlen. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie das Amulett weiterhin tragen. Aber bald lassen wir Ansgar bluten und dann können Sie mit dem Ding machen, was Sie wollen. Ich kann es kaum erwarten. Und wie geht's jetzt weiter? Unser kleiner Spion hat seine Aufgabe doch noch hinbekommen. Die Lieferung der Diamanten erfolgt morgen. Mittags pünktlich um 12. Die Steine werden streng bewacht werden. Haben wir schon eine Idee, wie wir da rankommen? Mhm. Emilio wird sie als Security-Mitarbeiter entgegennehmen. Und genau im richtigen Moment wird er den Koffer gegen einen identischen austauschen. Und was ist, wenn er sich verplappert? Ich meine, brauchen wir wirklich einen Mitwisser? Jetzt mal im Ernst, der Typ ist nicht gerade der Hellste. Ja, da haben Sie recht. Wir bräuchten ein Ablenkungsmanöver. Etwas, das die Aufmerksamkeit von allen auf sich zieht. Ich könnte Ansgar mit seiner Krawatte erdrosseln. Dafür würden Sie wahrscheinlich eher Szenenapplaus kriegen. Abgesehen davon, Alexa, es gibt ein paar Frauen, die solchen Typen wie Ansgar immer wieder verzeihen. Na, wie sieht's bei Ihnen aus? Noch so ein Fünkchen sentimentales Gefühl für ihn, der guten alten Zeiten willen? Wenn ja, würde ich es ganz gerne jetzt wissen. Tanja, können wir mal beim Thema bleiben? Was ist jetzt mit der Ablenkung? Ich könnte einen Ohnmachtsanfall oder sowas vortäuschen. Ich habe ehrlich gesagt an ein bisschen mehr Drama gedacht. Stehen Sie doch drauf. Sie machen mich neugierig. Ansgar hat sie benutzt. Verlassen und hintergangen. Er hat ihnen ihr Herz gebrochen. Und das, nachdem ihr Vater von ihnen gegangen ist. Und jetzt fühlen sie sich so einsam, dass sie ihrem Leben ein Ende machen wollen. Nette Geschichte. Aber das glaubt mir kein Mensch. Ach, sie kennen die Lahnsteins nicht gut genug. Diese ganzen sentimentalen Idioten werden ihnen das abnehmen. Vor allem, wenn sie auf dem Firmendach stehen. Verzweifelt, kurz vorm Sprung. Ganz ehrlich, wer denkt da noch an die Diamanten? Also, was hat Tim Helmke diesmal angestellt? Wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Fotografen für die Sukusu-Kollektion. Ist er abgehauen? Wieso er? Vielleicht habe ich ihn auch gefeuert. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Nein. Wieso? Weil du viel zu verknallt in ihm bist. Hat er dich betrogen? Um jemanden zu betrügen, muss man erst mit ihm zusammen sein. Und wir beide sind nicht zusammen. Am besten sagst du ihm das selbst. Freut ihn bestimmt. Hey. Ich dachte, du bist schon längst in Timbuktu. Soll ich wieder gehen? Nein, ich find's schön, dass du wieder da bist. Ich habe drüber nachgedacht, was du gesagt hast. Aufgeben ist keine Lösung. Es gibt Dinge, die zu wichtig sind, um sie einfach hinzuschmeißen. Ich habe hier eine Aufgabe übernommen, die ich auch zu Ende bringen möchte. Das freut mich zu hören. Ich weiß, dass ich gut bin in meinem Job. Und das lasse ich mir auch von keinem kaputt machen. Weil du und ich... Ja, darüber wollte ich auch noch mit dir reden. Das Thema ist für mich durch. Ich habe mir da was eingeredet und mir ist klar geworden, dass das mit uns beiden nichts werden kann. Ja, dann wissen wir jetzt beide, woran wir sind. Ja, Klarheit. Du bist meine Chefin und ich der Angestellte. Grenzen ziehen, darum geht's doch, um professionell zu sein im Job, oder? Wir haben doch ein Meeting heute. Wann geht's los? In einer halben Stunde. Okay, dann bis gleich. Ja. Dankeschön. Haru ist gestern gleich abgehauen, nachdem du ins Bett gegangen bist. Die haben ihn echt ganz schön zugerichtet. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass es ihm leid tut. Ja, hinterher tut es ihm immer leid. Und bei nächster Gelegenheit baut er wieder die gleiche Scheiße. Der Mann hat einen Computer geklaut. Charlies Familienschmuck. Die Vase meiner Mutter. Ach komm, um das hässliche Ding war es doch nun wirklich nicht schlimm. Wolltest du sie nicht sogar noch mit zum Polterabend nehmen? Ich habe mich mehrfach strafbar für den Mann gemacht. Das kann nicht meinen Job kosten. Willst du, dass das immer so weitergeht? Jetzt komm schon. Ich meine... Haru war wirklich zerknirscht. Er braucht einfach Hilfe. 200.000 Euro Schulden, das schafft er einfach nicht allein. Ich werde den Teufel tun und dem nur einen Cent leihen. Geschweige denn mich für den in Schulden stürzen. Und ich muss dran denken, Elisabeth zu warnen.
Sonst lässt er ihr Tafelsilber auch noch mitgehen. Weißt du was? Man kann sich seine Eltern nicht immer aussuchen. Und Haro hat wenigstens noch erkannt, wie wichtig ihm Familie ist. Ja, zum Anpumpen. Frank, du hast die ganze Zeit gedacht, er ist tot. Jetzt steht er auf der Matte. Er ist nicht mehr der Jüngste. Was glaubst du, wie viele Chancen er noch bekommt? Elisabeth, wir hatten nie das beste Verhältnis. Aber ich weiß, dass man sich auf Sie verlassen kann. Bitte sorgen Sie dafür, dass ich neben meinem Vater beerdigt werde. Das ist mein einziger Wunsch. Er hat immer zu mir gesagt, führe keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Er hatte recht. Ich gehöre nicht hierher. Und ich glaube, dass mich niemand vermissen wird. Ich kann nicht mehr. Der Kampf ist für mich vorbei. Mir kommen gleich die Tränen. Ja. Sie hatten gerufen, Frau Berg. Ja, Entschuldigung. Der hier ist für Gräfin Elisabeth. Sehr wohl. Sie darf ihn aber erst heute Abend bekommen. Das ist wirklich ganz wichtig. Die Gräfin wird ohnehin erst zum Dinner erwartet. Das ist gut. Ach, und ich möchte, dass Sie ihn ihr persönlich geben. Selbstverständlich. Danke, Justus. Danke für alles. Ja, wie Sie bereits wissen, bewegen wir uns mit der Diamantenkollektion von Sir Prisou auf komplett neuen Wegen. Damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, was die Marketingstrategie angeht, hat Tim Helmke gestern noch mal ein Fotoshooting veranstaltet. Bella, bitte die Abzüge. Mit dieser Kampagne wollen wir weg vom klassisch kühlen Image, das Diamanten anhaftet. Mit dieser Kollektion soll die Trägerin Spaß haben. Spaß am Luxus, Spaß am eigenen Körper, der durch Sir Prisou perfekt in Szene gesetzt wird. Seit wann ist denn Spaß ein wichtiger Bestandteil für die Frau von heute? Ich dachte, es geht hier eher um Disziplin und Perfektion. Ja, das war einmal. Heute ist Loslassen angesagt. Neues ausprobieren, egal was die anderen sagen. Das ist vermutlich auch nur eine vorübergehende Modeerscheinung. Aber sind wir mal ehrlich, der Frau von heute geht's doch nur um ihre eigene Ordnung. Ja, aber sie ist auch aufgeschlossen und flexibel und lernt ständig dazu, wenn ihr etwas gut tut. Ja, man darf der Sir Prisou-Kundin auch etwas zutrauen. Aber lieber nicht zu viel, sonst fällt man damit noch auf die Nase. Oh, ich muss dringend weg. Sorry. Ja. Muss wohl einer seiner gezinkten Karten aus dem Ärmel gefallen sein. Jedenfalls, als ich kam, hat er sich gerade unterm Tisch versteckt. Und die Typen waren kurz davor, ihm die Abreibung seines Lebens zu verpassen. Also, wenn du mich fragst, die hätte schon längst verdient. Keine Sorge, er hat was abgekriegt. Recht? Ey, sag mal, geht's noch, Jungs? Der darf ruhig mal mitkriegen, dass er nicht mit allem durchkommt. Hat er doch auch. Er wollte doch mit der Pokernummer nur versuchen, das alles wieder gerade zu rücken. Ja, auf seine ganz besondere Haro-Helmke-Art. Ey, hätte das geklappt, wäre keiner böse gewesen. Doch, mein Lieber. Weil nämlich Charlies gesamter Familienschmuck weg ist. Ist ja klar, für dich kann er nie was falsch machen. Und für euch nichts richtig. Papa hat doch schon viel schlimmere Sachen gemacht, als irgendeinen Pokerspieler auszunehmen. Sein kleines Pokerspiel hätte mich fast den Job gekostet. Für dich geht's wieder nur um deine Pension. Aber dass Papa echte Schwierigkeiten hat, das geht dir am Arsch vorbei. Dieser Mann ist erwachsen. Wir sind nicht verantwortlich für ihn. Es gab aber eine Zeit, da wäre es andersrum gewesen. Tim, werd endlich mal erwachsen, ja? Unser Erzeuger denkt immer nur an sich. Wisst ihr was? Ich glaube, ich bin der Einzige von euch beiden, der hier erwachsen ist. Ich habe im Gegensatz zu euch Papas Fehler aus der Vergangenheit verziehen. Und ihr suhlt euch immer noch in Selbstmitleid, weil eure Kindheit so hart war. Das ist also das Zentrum der Macht. Steht Ihnen ausgezeichnet. Danke. Eine schöne Frau wie Sie kommt natürlich überall gut zur Geltung. Das ist ein nettes Kompliment, aber ich denke, deswegen sind Sie nicht gekommen. Ich möchte noch mal auf unser Gespräch von gestern zurückkommen. Aha.
Wollen Sie jetzt einen Vorschuss für 10 Jahre? 2 Monate würden mir schon reichen. Das hatten Sie freundlicherweise vorgeschlagen. Da wusste ich auch noch nicht, dass Sie Charlies Schmuck verzockt haben. Und das war nicht alles, wie ich gehört habe. Oh, das hat sich schnell herumgesprochen. Wahrscheinlich hat Frank Sie sofort angerufen. Ja, die Strafe haben Sie anscheinend dafür schon kassiert. Ich bräuchte das Geld wirklich dringend. Damit könnte ich Charlies Schmuck und die anderen Wertgegenstände zurückkaufen und anfangen, meine Schulden abzutragen. Schulden abtragen, indem Sie neue machen, das ist aber wirklich sehr interessant. Außerdem, wer sagt mir denn, dass Sie so lange bleiben, um die 2 Monatsgehälter abzuarbeiten? Also jetzt machen Sie mich neugierig. Ah, da ist sie ja, die moderne Frau von heute. Ich wollte ihm ein Zeichen geben, indem ich seinem Konzept folge, aber er ist gar nicht drauf eingegangen. Das kann man so oder so sehen. Der Lohberger hat mich danach gefragt, was zwischen euch läuft. Na toll. Das habe ich mich auch noch vor der ganzen Belegschaft zum Affen gemacht. Wie auch immer. Das mit Tim und mit mir, das funktioniert nicht. Ich bin seine Chefin und jetzt will er nichts mehr von mir wissen. Hörst du dir manchmal auch selber zu? Wieso? Gestern wolltest du ihm noch deine Gefühle gestehen. Warst untröstlich, dass er weg ist. Jetzt ist er wieder da, lässt dich mal ein bisschen zappeln und du stellst gleich alles in Frage. Du meinst also, dass er mich nur zappeln lässt und dass er das mit uns noch gar nicht in den Wind geschossen hat? Ich finde, du solltest es schnellstens herausfinden. Aber was soll ich denn machen? Im Lied singen? Keine Ahnung. Ich würde nur nicht darauf warten, dass sich die Sache von alleine regelt. Auf jeden Fall nichts Öffentliches, da bin ich total mies drin. Musst du doch auch nicht. Irgendeine kleine süße Geste reicht doch vollkommen. Was Süßes, das ist es. Sie sind gerade von der Autobahn runter. Gut, dann müssen Sie ja ungefähr eine halbe Stunde hier sein. Ich werde die Diamanten direkt auf der Straße entgegennehmen, damit hier niemand was mitbekommt. Ja, das ist gut. Wer ist denn von unseren Security-Leuten heute eingeteilt? Emilio. Ja, dann kannst du ja jetzt losgehen. Du kümmerst dich um alles. Verlass dich drauf. Ich werde Alexa und Tanja im Auge behalten. Wir dürfen hier keine bösen Überraschungen erleben. Elisabeth, außer uns weiß niemand, dass die Steinchen schon heute ankommen. Ja, ich weiß. Ich sehe überall Gespenster. Naja, heute beginnt eine neue Zeitrechnung für Erzähl. Da kann man schon mal ein bisschen nervös werden. Guten Morgen, Frau Berg. Was hat die schlechte Laune? Frau Berg. Herr Lehmeyer hat angerufen. Er möchte gerne zurückgerufen werden. Frau Berg? Was? Herr Lehmeyer hat angerufen und möchte gerne zurückgerufen werden. Ich habe Ihnen die Nummer gemeldet. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung? Was hat die denn für Drogen genommen? Das kann doch nicht so schwer sein. Was machst du denn hier? Die Frage ist eher, was du hier machst. Ich dachte einfach, ich backe ein paar Weihnachtsplätzchen. Für immer meine Nichte, die liebt das Zeug. Deswegen backst du auch Muffins. Ja, das muss ja nicht immer alles so traditionell sein. Ja, und wieder. Loslassen und was Neues ausprobieren. Kannst du mir jetzt mal sagen, was du hier machst? Ich hab dich gesucht. Du warst weg und ich hab mir Sorgen gemacht. Ist ja bei dir nicht so typisch, dass du ein Meeting verpasst. Hast du also Sorgen gemacht? Ich hoffe, du hast an Backpulver gedacht. Ich glaube schon. Ohne das gehen die Dinger nämlich nicht auf. Ich habe auf jeden Fall hinter alles einen Haken gemacht, was ich in die Schüssel gegeben habe. Und Backpulver ist ein Häkchen dahinter. Wie immer, alles nach Plan, ne? Wie sonst? Mit Fantasie und Kreativität entstehen die tollsten Rezepte. Das mache ich vielleicht bei der Mode so, aber Backen ist pure Chemie. Wenn man sich da nicht an die Vorgaben hält, dann wird es nichts. Und das will ich nicht. Immer schön auf Nummer sicher. Aber so funktioniert das im Leben nicht. Du musst auch mal das Spontane einfach zulassen.
Also das war ganz spontan. Ach, warte, ich krieg dich, du. Wollen wir hochgehen? Na, das läuft ja wie am Schnürchen. Emilio hat dafür gesorgt, dass er heute Dienst hat. Und ich vermute mal, gerade weinen sie ihnen das Geheimnis ein. Wie laufen die Vorbereitungen für ihren Selbstmord? Ein paar Leute haben schon mitbekommen, dass mit mir irgendwas nicht stimmen kann. Gut. Und was ist mit dem Brief? Spiegelt die totale Hoffnungslosigkeit wider. Und lässt subtil durchblicken, dass Ansgar an allem schuld ist. Haben Sie ihn Justus gegeben? Ja. Mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass Elisabeth ihn erst heute Abend bekommen darf. Ach, ich liebe es, dass dieser Idiot Elisabeth so hündisch ergeben ist. War noch irgendwas, Justus? Nein, Graf. Entschuldigen Sie bitte, Graf. Es steht mir eigentlich nicht zu, solche Fragen zu stellen, aber der Gedanke will mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Ist mit Frau Berg alles in Ordnung? Natürlich, wie kommen Sie darauf? Naja, es geht mich ja eigentlich auch gar nichts an. Diskretion ist das A und O meiner Stellung. Okay, jetzt vergessen wir das mal für einen Moment. Was ist Ihnen denn aufgefallen? Justus, ich vertraue Ihrer Intuition. Naja, vielleicht ist es auch gar nichts, aber als Frau Berg mich zu sich gerufen hat, da wirkte sie ausgesprochen bedrückt. So kenne ich sie gar nicht. Hm. Hat sie irgendwas Außergewöhnliches gesagt? Nun, sie hat sich bedankt. Für alles. Das ist eigentlich gar nicht ihre Art. Sagen Sie, was wollte sie eigentlich von Ihnen? Ich meine, warum hat sie Sie zu sich gerufen? Sie bat mich, einen Brief an Gräfin Elisabeth zu übergeben. Den muss ich sehen. Ich wurde ausdrücklich von ihr gebeten, der Gräfin den Brief nur persönlich zu überreichen. Justus, ich glaube, das Postgeheimnis ist gerade unser geringstes Problem. Also? Dann kommen Sie schon. Danke. Okay, Alexa, die Show kann beginnen. Haben Sie den Knopf im Ohr? Ja. Dann rauf mit Ihnen aufs Dach. Hals- und Beinbruch. Sie geben mir dann das Signal. Ja, worauf Sie sich verlassen können. Wissen Sie, ich wollte immer schon mal Regie in einer großen Tragödie führen. Ich hatte eigentlich gehofft, es wird lustig. Das wird es. Für uns. Yes, Baby. Bei 1000? Einfach in die Mitte. Keiner rührt sich, grazie. Sie schon wieder. Ich sage dich, meine Herren. Unterhaltungswert hat er ja, das müssen wir ihm lassen, ne? Ich habe noch was anderes, das Ihnen abgeht. Klingelt's? Die Uhr meines Vaters. Das habe ich mir gedacht, dass Sie das gute Stück vermissen. Geben Sie sie einfach nur her. Die Uhr ist an einem sicheren Ort. Ich versichere Ihnen, Sie bekommen sie zurück. Unter einer Bedingung. Ich wüsste nicht, warum ich mich auf Ihre Bedingungen einlassen sollte. Hängen Sie nun an Ihre Uhr oder nicht? Was wollen Sie? Ein kleines Spielchen unter Freunden. Wirklich, die alte Nummer? Ja, wenn Sie das schon kennen, kann ja nicht schief gehen. Haben Sie noch was, was Sie einsetzen können? Ich denke, das wird reichen. Aber nicht weinen, wenn das schöne Geld futsch ist. Erkälten sollten, besorge ich Ihnen gerne ein paar Hustenbonbons. Sehen Sie schon was? Frau
Graf Fuchs und der Emilio kommen gerade auf die Straße. Es geht also jeden Moment los. Wir sollten den Augenblick noch mal nutzen und alles durchgehen. Ich hab's doch längst begriffen. Also, wenn der Lieferant kommt, müssen wir genau den Moment erwischen, bevor Tristan den Koffer entgegennimmt. Genau dann machen sie sich unbemerkbar, das ist klar. Ja, damit Emilio den richtigen Koffer gegen den falschen austauschen kann, schon klar. Das ist unsere einzige Chance, Alexa, vermasseln Sie sie nicht. Geben Sie mir einfach das Kommando, Tanja. Den Rest kriege ich schon hin. Haben Sie Alexa Berg gesehen? Ja, ist schon eine Weile her. Kann gut sein, dass sie nach Hause gegangen ist. Sie wirkt irgendwie ein bisschen komisch. Ja, inwiefern komisch? Ich weiß es nicht, ein bisschen geistesabwesend. Wahrscheinlich ging es ihr nicht so gut. Was genau hat sie denn gesagt? Nichts. Ich kann mich auch irren. Immer noch nichts? Schätzchen, ich gebe Ihnen rechtzeitig Bescheid. Keine Sorge. Keine Sorge, sehr witzig. Wer setzt mich hier denn die ganze Zeit unter Druck? Wird schon schief gehen. Kommt aufs richtige Timing an. Wenn es endlich mal losgehen würde. Das war schön. Und spontan. Kann ich mich dran gewöhnen. Deine Plätzchen, Muffins sind fertig. Blöd, Mann. Ich bin gleich wieder da. Alles klar. Ach so, verbrenn dir nicht die... Aua! Finger. Tut's noch weh? Ach, geht schon. Der ist für dich. Weil ich deinen Muffin abgelehnt habe. Ach so, ich wollte ihn eigentlich noch schön verzieren, aber... Du, der Gedanke zählt. Und der Geschmack. Aua. Stimmt was nicht? Kann es sein, dass du einen Haken hinter dem Zucker vergessen hast? Was? Kein Zucker? Das kann nicht sein. Ey, du Arsch, die sind super lecker. Wer hätte sein Gesicht sehen müssen? Ja, okay, ich könnte ein bisschen lockerer werden. Hilfst du mir dabei? Also war das Ganze hier nicht nur wieder eine einmalige Sache? Glaubst du, ich hätte sonst so einen Aufriss gemacht? Ich dachte, wegen meinem Körper tust du alles. Ey, sei mal nicht so eingebildet. Sonst überlege ich mir das noch mal, ob ich alle meine Regeln für dich über Bord werfe. Welche Regeln wären das denn? Also, lass dich auf keinen Mann ein. Schon gar nicht, wenn er dein Angestellter ist. Und niemals auf einen chaotischen Schambolzen. Ja, also, chaotisch, das können wir ändern. Aber mit dem Rest wirst du wohl leben müssen. Mit herzlichem Dank für die freundliche Leihgabe. So, plus du hast jetzt auch noch eine Bank überfallen. Viel besser. Ich war noch mal bei Mertens und Co. Ich habe natürlich Vorsorge getroffen. Ist ja nicht so, dass ich unvernünftig wäre. Nein, du bist quasi die Vernunft in Person. Das sind mehrere tausend Euro. 20.381, genau gesagt. Aber die hast du doch nicht alle beim Pokern gewonnen. Na, mit einem kleinen Trick. Aber nicht der mit den drei Karten. Wo man drauf setzen muss, wo der rote Bube ist? Schön, dass du dich dran erinnerst. Sag mir nicht, dass den deine Pokerfreunde noch nicht kannten. Natürlich kannten sie ihn, sind aber trotzdem drauf reingefallen. Das ist absurd. Alles eine Frage der Schnelligkeit. Und niemand ist bei diesem Spiel so flink wie dein alter Vater. Du bist ein Spinner. Ich habe versprochen, dass ich die Wertgegenstände alle wieder zurückbringen werde. Könntest du dann bitte jetzt aufhören, dich in der Düsseldorfer Halbwelt rumzutreiben? Wenn du dich mit deinem alten Vater wieder versöhnst? Meinetwegen. Das freut mich wirklich, mein Junge. Frank. Na, vielleicht war ich doch ein bisschen hart zu dir. Vergeben und vergessen. Aber keine weiteren krummen Touren, verstanden? Versprochen.
Werde sie verbinden. Einen Moment. Na, ihr wollt es jetzt ja richtig wissen, ha? Ja, wieso immer abwarten? Ist doch langweilig. Mhm, reine Zeitverschwendung. Hier, die sind übrig geblieben. Misch sie unters Volk. Hast du die gebacken? Jetzt guck mal nicht so kritisch. Die sind voll lecker, ne? Ja, mit Leidenschaft gebacken. Halt die Klappe. Alexa? Alexa, sind Sie da? Was denken Sie denn? Der Lieferwagen kommt gerade. Jetzt ist Ihr großer Auftritt. Okay. Verstanden. Alexa? Tu das nicht. Hey, jetzt komm schon. Ich weiß, dass du denkst, dass das der einzige Ausweg ist, aber das stimmt nicht. Hallo, wir bräuchten ganz schnell einen Rettungswagen zur LCL. Ja, irgendeine Verrückte will sich hier vom Dach stürzen. Was soll das? Wieso bist du hier? Deinetwegen. Ich will nicht, dass dir was passiert. Spar dir das. Ich bin dir scheißegal. Nein, das bist du nicht. Und jetzt komm einfach weg da. Alexa? Was passiert da oben? Alexa? Alexa, hör zu. Ich weiß, dass ich dir wehgetan habe und du hast allen Grund, mich zu hassen, aber jetzt komm schon, das ist doch kein Grund, dein Leben wegzuwerfen. Was soll denn das für ein Leben sein? Mein Vater ist tot. Der einzige Mensch, der mich je geliebt hat, ist tot. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin hier. Wir können doch ganz von vorne anfangen. Jetzt hören Sie mir zu, Alexa. Ich beginne jetzt zu zählen und wenn Sie mich im Stich lassen, dann schmeiß ich Sie höchstpersönlich vom Dach. 3, 2, 1. Komm schon, verlass mich jetzt nicht.